willkommen aus Lignières in der Schweiz. Die zweite Station unseres Supermoto-Kalenders, nur für die S1, nicht für den Rest des Fahrerfeldes. Die sehen wir erst wieder in Oschersleben. Bisher heute der Tag war sehr spannend und das Ganze gucken wir uns jetzt genauer mal an mit dem Track-Check und welche Kurven hier die besten sind. Hallo, ich bin Oliver Helmes. Ich bin dieses Jahr in die Klasse S1 aufgestiegen. Ich fahre für das Paperbikes Racing Team mit Unterstützung durch das Team Michelin Reifenwerke. Wir würden euch jetzt mal ein bisschen die Strecke zeigen. Kommt gerne mit. So, wir sind jetzt auf der Start-Zielgeraden. Wir haben hier eine Besonderheit. Wir haben bei den Schweizern 4-3-4 Startreihen. Wie viel ist auf der Strecke, ist es sehr linkslastiger Kurs, das heißt nach dem Start geht es erstmal in eine sehr schnelle Linkskurve. Hier versucht man den Bremspunkt entsprechend spät zu setzen bzw. so wenig wie möglich zu bremsen, um eben für die wahrscheinlich längste Gerade auf der Strecke einen Schwung mitzunehmen. So, jetzt sind wir nach der langen Geraden in der speziellen Links. Hier ist es entscheidend, seinen Bremspunkt so zu setzen, dass man sehr eng rumkommt, um für das hinten angrenzende Omega eigentlich genug Speed zu haben und halt den Schwung mitnehmen zu können. Ja, hier geht's rein ins Omega. Eine ewig lange Links, also die hört quasi nie auf. Du musst wirklich schauen, dass du da ordentlich Richtung machst beim Reinfahren und dann bin ich eigentlich die ganze Kurve auf der Innenseite mit dem dritten Gang herum und dann Ausgang Omega ganz drüben nochmal richtig Vollgas bis zum Offroad-Eingang. Jetzt sind wir ja beim ersten Sprung nach dem Offroad-Eingang. Das ist eine kleine Besonderheit. Der ist kürzer als man denkt. Das heißt, entweder flattet man das Ding oder man drückt ihn halt weg. Schaut, dass man so kurz wie möglich springt und dann den Zug mitnimmt für den nächsten großen Sprung. Also hier haben wir dann den zweiten Sprung. Im Offroad ist wirklich ein sehr schöner Offroad. Die Sprünge schön geschoben, macht richtig viel Spaß zum Fahren. Muss man trotzdem aufpassen, genauso auch den Sprung, der ist zwar weiter, aber muss man trotzdem wegdrücken. Ansonsten springst du viel zu weit und kommst nicht mehr um die Kurve. Ja, also hier kommt man aus dem Offroad wieder raus. Auf den Asphalt ist sehr speziell, weil es einfach sehr rutschig ist. Man muss aufpassen beim Reifen auf die Flanke, weil die noch dreckig vom Offroad ist. Hier die links und die rechts ist eben sehr rutschig. Gerade wie es bei uns im Qualifying war, weil es geregnet hat. Hier war es komplett nass, hier ging es dann wieder, weil es trocken wurde. Aber war auf jeden Fall zum Aufpassen, dass man keinen Rutscher hat oder irgendwelche Fehler einbaut. So, jetzt stehen wir auf der letzten Geraden, bevor es auf eine lange Links auf Startziel geht. Hier ist nochmal wichtig, spät einlenken, früh wie möglich wieder Gas geben und den Schwung mitnehmen bis in die letzte Kurve, um eben auf diese lange Links auf Startziel früh Gas geben zu können und noch eine gute Zeit rauszuholen. So, wir sind jetzt bei Eddy Frech und direkt als allererstes mal ein kleiner Rückblick zu deinem Rennen in Schafheim. Wie war's? Wie hast du das Ganze empfunden und hat Spaß gemacht? Ja, also auf jeden Fall Spaß hat's gemacht. Bin zwei ruhige Rennen eher gefahren, konnte mich vom Start aus gleich nach vorne arbeiten und bin dann den zweiten Lauf komplett alleine gefahren. Beim ersten Lauf war der Jan noch kurz in der ersten Kurve vorbeigefahren. Den hat ich dann im Offroad überholt und ja, ansonsten ein geiles Wochenende gewesen und viele Runden vorne genossen und mal schauen, wie es hier wird. Ja, was ist so deine Prognose? Weil heute Morgen war es noch trocken, leicht bewölkt, jetzt fängt es an zu regnen. Was denkst du, was passiert nachher im Zeittraining? Also ich denke mal, regnen wird es nicht, also das ist jetzt nur vorübergehend. Also ich denke mal, es wird trocken bleiben und dann schauen wir mal, dass wir noch ein paar Sekündchen 0,5 Sekunden fehlen noch und dann, ja, mal schauen. Perfekt, sehr gut. Hast du irgendwas verändert an deinem Training, Material von letztem zu diesem Jahr? Weil dein Einstand in die Saison in Schafheim war ja bombenmäßig. Nee, also habe genauso weitergemacht und sind auf einem guten Weg. Ich habe an mir ein bisschen gearbeitet und es ist ja ein ständiger laufender Prozess, der entwickelt sich ja immer weiter und ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich mache mir da keinen Druck oder so. Nee, das ist eine gute Einstellung. Würde ich auch nicht machen. Denkst du, die Saison wird für dich so in der Form weitergehen? Hast du eine Strecke, wo du jetzt schon weißt, okay, da könnte es schwieriger werden, weil ich da nicht so viel trainiert habe? Oder was ist so deine Prognose? Mal schauen. Also hier in Lignières, die Strecke ist relativ schnell. Das liegt mir eher nicht so. Ich bin eher so der technische und kleine, kurze Fahrer. Und ja, mal schauen. Ich bin jetzt krank gewesen die Woche davor. Bin am Mittwoch, wusste ich überhaupt nicht, ob ich hier fahren kann. Und ja, jetzt bin ich hier und jetzt machen wir das Beste draus. Perfekt, alles klar. Dann vielen Dank, dass du die paar Minuten für uns Zeit hattest. So, wir sind hier bei Nico Ioannidis und ganz zu Anfang erst einmal. Wie hast du Schafheim empfunden? Wie fandest du es? Schafheim war für mich eigentlich relativ gut. Ich konnte im ersten Lauf Zweiter werden. Im zweiten Lauf das Problem, ich habe nicht so einen guten Start gehabt, war Dritter und wie immer sehr schwierig zu überholen. Habe mich dann schwer getan, mit dem Jan zu überholen natürlich. Dann war ich vorbei, wollte dann schnell auf den Eddy auffahren. Habe dann einen kleinen Rutscher gehabt, dann ist der Peter an mir vorbeigefahren. Da musste ich natürlich nochmal vorfahren und dann ist mir das Hinterrad weggerutscht. Und dann bin ich leider nur Sechster geworden im zweiten Lauf. Aber gesamt bin ich jetzt noch Dritter, also so schlimm ist es nicht. Und die Saison ist lang und ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich nicht wie letztes Jahr 1, 2 Runden, 3 Runden maximal fahre ich hinterher und dann gucke ich, dass ich irgendwie vorbeisteche, egal bei wem, weil ich habe da keine Lust mehr drauf, wie letztes Jahr da ein ganzes Rennen den Leuten hinterher zu fahren. Ich denke, dann wird es auch spannend für die Zuschauer. Also kann man jetzt eigentlich schon mal sagen, Motto für 24 ist angreifen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was liegt dir hier besser, Offroad oder Onroad? Oh, hier gefällt mir der Asphalt richtig gut und der Offroad ist auch richtig gut. Von dem her, die Strecke ist, finde ich, absolut Wahnsinn. Das ist eine geile Strecke, macht mir mega viel Spaß hier. Servus aus der Schweiz. Endlich sind wir wieder da. Letztes Jahr waren wir auch schon da. Ist echt eine coole Strecke, macht richtig Spaß. Hab mich ja schon drauf gefreut, richtig. Und hoffe natürlich, dass es jetzt gut klappt gleich im Zeittraining. Aktuell fängt jetzt ein bisschen das Nieselregen an, wissen wir nicht, ob es trocken bleibt oder ob es wirklich jetzt weiter regnet. Hoffe auf alle Fälle, dass ich in die erste Startreihe komme, wäre ziemlich wichtig. Und dann schaue ich, dass ich morgen 2 gute Starts habe und vielleicht 2 mehr aufs Podium schaffe. Das wäre so meine Prognose, mein Ziel fürs Wochenende. Ja, wir sind jetzt bei Dominik Egatha, einmal an seinem Motorrad, der netterweise bereit dafür ist, vielen Dank dafür, ein Interview mit uns zu machen. Der macht nämlich einen Gaststart in der Schweizer Meisterschaft in der S1. Und wie ist das für dich heute, jetzt einfach mal Supermoto zu fahren? Ja, natürlich. Also es ist eine Stunde von mir zu Hause entfernt und ein rennfreies Wochenende. Und ich trainiere viel auf dem Supermotard oder auch Motocross. Und ja, sie haben mich angefragt, hier das Thing Racing mit Yamaha. Und dann habe ich zugesagt, ja. Ja, perfekt, super. Und du hattest ja letzte Woche in Misano noch deinen Test mit der Superbike. Wie war da der Unterschied jetzt für dich, dass du direkt von der Superbike auf die Supermoto gekommen bist? War das schwierig für dich oder ist das easy going, wenn du ja Motocross und sowas trainierst? Ja, also klar, der Unterschied ist schon ziemlich riesig. Du hast natürlich ganz ein anderes Motorrad. Auch ein anderer Fahrstil, hier noch mit Offroad drin, wo du ja, das Bein nach vorne hebst. Und, ja, aber ich kann mich eigentlich immer recht schnell umgewöhnen und ja, macht mir beides sehr viel Spaß. Was würdest du sagen, wenn wir hier auf die Strecke gucken, was macht dir mehr Spaß, Onroad oder Offroad? Ja, also ich fahre beides gerne, also es macht auch Spaß auf dem Offroad mit den Sprüngen und so. Aber natürlich dann auf dem Asphalt bin ich halt dann auch ein bisschen mehr zu Hause. Klar, natürlich, verstehe ich. Wenn man auch vor einer Woche erst Superbike auf dem Asphalt gefahren ist, ist das klar. Hast du besondere Ziele, wenn du jetzt heute hier mitfährst in der Schweizer Meisterschaft? Willst du Top-10-Ergebnis einfahren oder einfach nur zum Spaß einmal dabei sein? Alles mitnehmen, was geht? Ja, nee, also klar, Wenn man dann mit dem Helm die Brille auf hat, klar will man so gut wie möglich fahren, aber ich mache das eigentlich mehr aus Training. Mhm. Wir haben nächste Woche in Misano das Rennen, also muss ich da fit sein und schnell sein. Aber ja, es freut mich einfach mitzufahren. Ich habe auch ein paar alte Kollegen, die ich schon lange kenne, um mit ihnen ein bisschen zu kämpfen. Und ja, wenn jetzt ein gutes Resultat wird, irgendwo in den Top 5, denke ich, hoffe, dann wäre ich sicher super zufrieden. Samstagnachmittag ging es dann in die Zeittrainings. Es wurde klar, dass es hier in Lignières zur Sache gehen würde. Eddy Frech, der gesundheitlich angeschlagen in der Schweiz anreiste, brachte trotzdem wieder die Bestzeit auf die Strecke und sicherte sich die Pole Position. Wegen Gelbverstößen einiger Fahrer musste die im Qualifying herausgefahrene Starterliste korrigiert werden. Das führte dazu, dass die beiden Favoriten Nico Ioannidis und Jan Deitenbach von der Position 7 und 10 starten mussten. Dafür rückte aber der Rookie Max Orbans in die erste Startreihe nach. Ja, Max Orbans hier, Rookie aus der S1. Bin ziemlich zufrieden dafür, dass es meine erste Saison ist in der S1. Bis jetzt gute Zeittrainings gefahren, gute Rennen. Dieses Wochenende stehe ich in der ersten Reihe mit. Bin sehr zufrieden mit meinem Fahren im Zeittraining. Hoffe, ich kann es im Rennen umsetzen, dass ich wieder auf 4 komme oder besser. Und ich freue mich auf ein gutes Wochenende. Das geht gut. Im ersten Lauf übernahm Eddy Frech von Anfang an die Führung. Wie bereits in Schafheim fuhr er seinen Vorsprung aus und brachte den ersten Laufsieg des Wochenendes sicher ins Ziel. Nico Ioannidis und Jan Deitenbach begannen ihre Aufholjagd von der ersten Sekunde an. Bereits in Runde 1 setzten sie sich auf Platz 5 und 6. Nach wenigen Runden ließen die beiden auch Peter Meier-Bühler hinter sich und begannen mit der Jagd auf Bernhard Hitzenberger, der die zweite Position hielt. Die drei begannen nun einen spannenden Kampf um die beiden Podiumsplätze, die hinter Eddy Frech noch übrig blieben. Wegen eines Ausrutschers und eines Sturzes verlor Ioannidis allerdings den Anschluss und fiel bis zum Ende des Rennens auf Platz 6 zurück. Deitenbach schaffte es letztendlich, sich vor Bernhard Hitzenberger zu halten und als Zweiter die Ziellinie zu überqueren. Das Podium sah dann nach dem ersten Lauf wie folgt aus. Auf Platz 1 Eddy Frech, gefolgt von Jan Deitenbach auf der 2 und Hitzenberger auf 3. Platz 4 und 5 wurden dann von Peter Meier-Bühler und Colin Beischroth belegt. Super erster Lauf, von 10 gestartet, Zweiter geworden. Mega happy, Schadensbegrenzung getrieben nach der Strafe gestern und gutes Rennen gehabt, guten Flow gehabt, schöne Überholmanöver, war ein cooles Rennen. Man war anders, weil man nicht von vorne startet, aber ja, wenn es trocken bleibt, gerne nochmal so einen zweiten Lauf. Zweites Rennen, zunächst das gleiche Spiel. Frech mit Abstand vorweg holte sich auch hier den Sieg. Ioannidis schiebt sich mit einem Top-Start bereits in der ersten Runde auf Platz 2, noch vor Bernhard Hitzenberger. Doch der will ihm die Position nicht kampflos überlassen und hängt sich Ioannidis ans Hinterrad. Dann in der dritten Runde, die beiden kollidieren und legen einen spektakulären Sturz hin. Beide steigen sofort wieder aufs Bike und versuchen die verlorenen Plätze wieder aufzuholen. Ioannidis schaffte es noch auf den 5. Platz. Bernhard Hitzenberger hingegen hatte weniger Glück. Nicht nur, dass er erst als 12. ins Ziel kam, brach er sich bei dem Crash auch noch den Mittelhandknochen und wird bei den nächsten Rennen ausfallen. Inzwischen setzt sich Deitenbach auf die zweite Position, schafft es aber nicht mehr an Eddy Frech heranzufahren. Dafür hatte er aber auch nichts mehr von Meier-Bühler zu befürchten. Der konnte von hier aus sein Rennen ebenfalls unbehelligt auf dem 3. Platz abschließen. Peter Banholzer hatte in diesem Rennen nicht nur mit Nico Ioannidis zu kämpfen. Zuvor musste er sich gegen die Attacken von Colin Beischroth wehren, der ihn dann letztendlich auch überholte und den 4. Platz machte. Eddy Frech holt sich also schon wieder Platz 1, Deitenbach ebenfalls erneut auf Platz 2. Platz 3 belegt in diesem Rennen Peter Meier-Bühler. Max Orbans schloss dieses Rennwochenende mit einem 8. und einem 7. Platz als bester Rookie in der S1 ab. Somit geht Eddy Frech zum zweiten Mal in der Saison als Veranstaltungssieger vom Platz. Eddy Frech habe jetzt den zweiten Lauf auch gewonnen, habe mich am Start nicht so festgebissen, konnte einen kleinen guten Rhythmus finden und ja, habe das Rennen dann gut zu Ende gefahren. Jan hat dann ein bisschen Druck gemacht, da habe ich ein-, zweimal umgeguckt und ja, Bin jetzt Erster geworden. Ich danke all meinen Sponsoren, Lars, Supermotorstyle Factory, Michelin und vor allem meinem Papa, der mit mir alleine hierher gefahren ist und sich komplett ums Motorrad gekümmert hat. Und ja, wir sehen uns in Oschersleben. Wir verabschieden uns nun aus Lignières und freuen uns schon auf den nächsten Lauf am 22. und 23. Juni, dieses Mal wieder mit einem Livestream aus Oschersleben.